Dass der Glaube an Wunder nicht mit der Aufklärung verschwunden ist, das sehen wir bei der deutschen Energiewende. Da wird letztendlich Physik durch Utopie ersetzt. Aber wir sehen es derzeit auch an den Finanzmärkten. Da möchte man an das Wunder glauben, nämlich an den neuen Bullenmarkt. Und das will man glauben, obwohl derzeit in den USA die Geldmenge so stark sinkt wie noch nie, seit es diese Daten gibt. Das Gleiche gilt für die Eurozone. Und gleichzeitig wird Geld teurer, die Renditen steigen immer weiter. Und auch die Zinsen sind noch nicht fertig am Steigen oder fertig mitsteigen. Dementsprechend halte ich das auch für einen Wunderglauben, der dann ziemlich teuer werden kann. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die Geldmenge in den USA. Da gibt es ja nur M1 und M2. M3 wird nicht mehr berechnet. Warum auch immer. Hier sehen wir, dass diese Geldmenge stark abnimmt. Seit Spätsommer 2022 geht es damit nach unten. Die Bilanzsumme wird reduziert in den USA. Die Zinsen steigen weiter. Gleichzeitig sehen wir, dass die Bankeinlagen von Privatkunden bei US-Banken zurückgehen. Wir sehen, dass die Einlagen von US-Banken bei der Fed zurückgehen, also Liquidität wird geringer. Aber was setzt denn ein Bullenmarkt voraus? Liquidität, das reichliche Sprudeln von Wasser. Und wenn ich jetzt glaube, ich könnte einen neuen Bullenmarkt irgendwie hier ausrufen, dann ist das in etwa so wie bei Ebbe Wasserski zu fahren. Kann man machen, aber irgendwann trifft man auf den Stein und kann ziemlich auf die Mütze kriegen. Und das droht eben diesmal auch, zumal wir nach wie vor diese FOMO-Crowd haben, die also glauben, das wäre alles jetzt wieder das alte Spiel von früher. Hier sehen wir die Geldmenge M1 der EZB, deutlich rückläufig, auch hier seit Spätsommer bei The Way. Und wir sehen, dass die reale Geldmenge im Vergleich zum realen BIP, also beides inflationsbereinigt, geht stark zurück, die Geldmenge. Dementsprechend dürfte das BIP folgen, dementsprechend dürfte die Wirtschaft dann abkühlen, was wiederum für die Unternehmen jetzt kein wirklich geniales Umfeld ist. Und jetzt hatten wir ja höher als erwartete Inflationsdaten. Dementsprechend sehen wir, dass hier ausgepreist wird die Vorstellung, wir würden schon 2023 wieder fallende Zinsen sehen. Das gilt für die USA, das gilt inzwischen jetzt aber erstmals auch für die Eurozone. Hier sieht man den Zinsgipfel jetzt erst im Jahr 2024. Das heißt, man erwartet, dass letztendlich auch 2023 auch die Zinsen steigen werden. Dementsprechend sehen wir heute daran, die Hütten für deutsche Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit 11 Jahren. Das ist mal eine Hausnummer. Also wir sehen, das ist alles letztendlich Liquiditätsverknappung, denn wenn die Renditen steigen, dann werden gleichzeitig natürlich auch Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver. Hier sehen wir die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, neues Verlaufshoch. Und damit ist das, was wir seit Jahresbeginn gesehen haben, nämlich eine Rallye bei den Aktienmärkten, wie auch eine Rallye an den Anleihemärkten. Also die Kurse sind gestiegen, die Anleiherenditen hier sunken. Das ist erstmal vorbei. Wir haben jetzt praktisch in relativ kurzer Zeit die Gewinne, die wir seit Jahresbeginn hatten, an den Anleihemärkten wieder ausgepreist. Gleichzeitig gehen die Inflationserwartungen nach oben. Das ist ja das, was die Notenbanken fürchten. Die Inflationserwartungen sind eine Art self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Hier sehen wir, das geht jetzt in den USA. Die sogenannten US Break-Evens gehen wieder deutlich nach oben, nachdem, kein Wunder, die CPI-Daten, die Erzeugerpreise und die PCE-Inflationsdaten höher waren als erwartet. Dazu noch sehr robuste Konjunkturdaten, Einzelhandelsumsätze, Einkaufsmanager-Indizes etc. etc. Dementsprechend warnt Nomura, oh, da müsste jetzt vielleicht ein Rate Repricing her, also praktisch die Märkte müssen sich neu justieren, müssen diese Geschichte mit den Zinsen, dass die möglicherweise höher steigen als erwartet und länger oben bleiben als erwartet, noch bepreisen. Deswegen erwartet man seitens Nomura hohe Volatilität und rät, get back into cash. Also Leute, geht in cash, sagte Nomura. Und Thorsten Zwock, ehemaliger Deutschbanker, sagt also, die FED ist noch nie so weit entfernt gewesen von ihrem dualen Mandat. Die FED hat ja zwei Mandate, Vollbeschäftigung auf der einen und Preisstabilität auf der anderen Seite. Vollbeschäftigung, ja, das ist in den USA wohl weitgehend der Fall, aber eben mit der Preisstabilität hapert es ein bisschen. Jetzt fragt Sven Henrik natürlich zu Recht, naja, und 2021, da haben wir auch schon gesehen, dass die Inflation deutlich nach oben ging, aber die Fed hat weiter Quantitative Easing betrieben, also praktisch noch Liquidität ins System geschüttet. Natürlich ein riesiger Fehler, hat sich damals schon klar abgezeichnet, dass das nicht gut gehen wird.
habe ich damals auch kritisiert, als nicht besonders schlau. Und nicht besonders schlau war auch das, was der Jeromy nicht nur in Sachen Disinflation jetzt immer wieder gesagt hat, sondern auch mit seinen Aussagen über die sogenannten Financial Conditions, die sich doch so deutlich gestrafft hätten. Hier sehen wir, dass dem nicht so ist. Bloomberg Financial Condition Index, loser than 2022, also laxer als im Jahr 2022. Und selbst der Chicago Fed Index, der praktisch eine Berechnung der Fed ist, zeigt dasselbe an. Jetzt hat Jefferson, ein Mitglied der Fed, heute gesagt, also wir wollen nicht unser Inflationsziel anheben. Das ist ja sozusagen die Hoffnung mancher, dass die Fed sagt, ach wisst ihr was, diese 2%, das wird ein bisschen schwierig, die zu erreichen. Dann nehmen wir doch das Inflationsziel ein bisschen nach oben, sagen wir mal 3 oder 4%. Und dann müssen wir nicht so stark auf die Bremse treten mit den Zinsen. Also hier die erste klare Absage in den letzten Monaten innerhalb der Fed, dass so etwas wünschenswert wäre. Morgan Stanley sagt jetzt, okay, wir haben gedacht, dass schon vielleicht im Dezember 2023 die Zinssenkungen beginnen. Das verschieben wir jetzt mal auf 2024 und gleichzeitig erwartet man, dass man maximal 25 Basispunkte im Quartal senken wird. Nun wissen wir alle nicht, was die Zukunft bringen tut, aber hier sagt Mike Wilson und sein Team um Morgan Stanley, der Equity Market hatte vielleicht eine schwere Zeit vor sich, denn es wird eben mit der abnehmenden Geldmenge auch schwieriger für die Unternehmen eben auch hohe Preise zu erzielen, schlichtweg, weil die Konsumenten das nicht mehr mitgehen können. Und heute haben wir unter anderem ja zwischenzeitlich eine Rallye gesehen, weil die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter scheinbar schlechter waren, mit minus 4,5%. Warum waren sie schlechter? Weil die Aufträge für zivile Flugzeuge um 56% gefallen sind. In der Kernrate waren die Aufträge, nämlich die Auftragseingänge, deutlich besser als erwartet. Also deswegen sagt man, Kernrate ist in diesem Bereich nur ohne Transport, weil eben diese Kategorie Transport so wahnsinnig gewichtig ist, dass wenn da 5 Flugzeuge mehr bestellt werden, die Zahl schon durch die Decke schießt. Also diese Rallye stand fundamental, zumindest wenn das jetzt hier ein Grund gewesen sein soll, auf ein bisschen schwachen Füßen. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, dass eine technische Gegenbewegung zu erwarten ist, weil die Märkte im kurzen Zeitfenster eben ein bisschen überverkauft waren. Und dann haben wir heute Immobilienmarktdaten gesehen, nämlich die Pending Home Sales, die anstehenden Hausverkäufe mit dem stärksten Anstieg seit Juni 2020, eben weil sich die Financial Conditions gelockert hatten. Das haben wir schon in anderen Daten gesehen aus dem Januar, dass die Leute wieder dachten, wow, wir haben wieder die alten Zeiten, die Zinsen werden sinken, eben durch das Gerede auch von Jerome Powell der Disinflation. Hier sehen wir jetzt die Pending Home Sales wieder deutlich nach oben gegangen, wenngleich wir natürlich noch bei diesen Verkäufen oder anstehenden Hausverkäufen 24% weniger haben als noch im Vorjahresmonat. Und so ist vielleicht diese Schlussfolgerung dieses jungen Mannes hier, nämlich Steve Eisman, der eine legendäre Rolle ja in The Big Short gespielt hat, der sagt, die Tage, an denen man sozusagen praktisch mit Tech eine massive Outperformance erzielen konnte, die dürften vorbei sein. Wir haben ein neues Paradigma. Und er sagt, es wird viel mehr Themen geben wie Infrastruktur, wie Greenification, wie Onshoring, Bringing Back Onshoring. Und ich glaube, der hat einen Punkt. Und das ist genau das, was Ray Dalio auch gesagt hat. Die Leute glauben, dass das, was vor einiger Zeit gut gestiegen war, jetzt dann wieder steigen wird, nämlich Tech. Deswegen gehen sie alle in Tesla und so weiter und so fort und glauben, das wäre nachhaltig. Nein, wir haben dann immer wieder ein anderes Schema, andere Aktien, andere bittere Bereiche, die gut laufen. Und hier sehen wir, dass so langsam die Profit Margins der Unternehmen zurückgehen. Die sind immer noch vergleichsweise gut, aber Tendenz eben klar nach unten jetzt seit vielen Quartalen. 6 Quartale in Folge gehen die Margen nach unten, auch die Umsätze steigen nicht mehr, aber gleichwohl bekomme ich dann so Kommentare wieder auf YouTube, okay, festhalten, die Rakete startet, überall grün, jetzt wird verbrannt, wer logisch an die Sache rangeht, wer jetzt weiter Short hält, muss sich seiner wirklich sehr sicher sein. Das bin ich, meine Damen und Herren. However, aber es ist eben so, und hier sehen wir 2 Grafiken noch zu diesem FOMO-Crowd. Die Retail-Investoren sind wieder richtig dabei, wollen Spaß haben heute zu Handelsbeginn oder in den ersten
In den Handelsstunden haben wir wieder Zero DTE Call Buying gesehen, massiv. Das hat den Markt nach oben getrieben. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass jetzt immer mehr auch Calls auf den VIX gekauft werden. Also das andere mit einer steigenden Volatilität rechnen. Und wie es um die finanzielle Lage der Konsumenten bestellt ist, die ja praktisch das Rückgrat der Wirtschaft sind. Wenn die keine Produkte mehr kaufen, wird das schwierig. Hier sehen wir jedenfalls Credit Card Delinquency Rate, also die Kreditausfallraten, vor allem massiv gestiegen bei Millennials, bei der Generation Z, Generation X, dagegen die Babyboomer. Ich bin noch nicht ganz Babyboomer, dazu bin ich noch ein Ticken zu jung, aber nur ein Ticken, meine Damen und Herren. Also die alten Hasen sozusagen, die haben jetzt hier keine Probleme, aber es ist die Jugend, die jüngeren Leute, eben Millennials, Generation Z, Generation X, die Probleme haben, weil sie das nicht im Griff haben. Kein Wunder bei Kreditkartenzinsen um die 20%. Und wenn wir schon bei Euphoria sind, heute wird mal wieder Cathie Wood auftreten auf CNBC. Solange die immer wieder auftritt, haben wir den Boden noch nicht gefunden an den Aktienmärkten. Meine These, meine Damen und Herren, Jim Cramer sagt, could be explosive, buy Tesla. Oh Gott, das tut mir sehr leid für Elon Musk. Hier sehen wir mal Tesla und nicht Tesla in Europa. Nämlich die Verkäufe geht bei Tesla nach oben, aber ist unterproportional zu den Nicht-Teslas gewisserweise. Das gleiche gilt für China. Anders ist das noch in den USA. Aber in Europa und China hat der Tesla nicht wirklich so ganz viel zu melden. Und jetzt, wenn wir schon bei Jim Cramer sind, der sagte September 2022 zu Nvidia, es ist ein Loser, den muss man shorten. Jetzt sagt er, es wird die größte Firma der Welt. Sie können jetzt selber Ihre Rückschlüsse ziehen, meine Damen und Herren, zumal der gute Jim Cramer Anfang Februar gesagt hatte, ich wiederhole, es ist ein Bullenmarkt. Nun ja, seit Anfang Februar haben wir jetzt nicht zwingend einen Bullenmarkt. Also manchmal habe ich wirklich den Eindruck, der liegt so konstant falsch, dass der wahrscheinlich total intelligent ist und die Retail-Meute letztendlich immer praktisch den Hain vors Maul treibt, damit dann die Dickfische diese Retail-Investoren fressen können, weil die schlichtweg immer zur falschen Zeit das Falsche machen, angetrieben durch Jim Cramer. Das kann fast kein Zufall mehr sein, so falsch wie der Mann liegt. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass jetzt Chinas Tech-Aktien nicht mehr so gut laufen. Da sind wir jetzt 16% unter dem Hoch. Wenn Sie rechts mal gucken, hier sehen wir Hedgefonds, die haben sich weitgehend verabschiedet von dieser China-Tech-Story. Man glaubt ja an Wunder, glaubt, das wird alles wieder ganz so wie früher. Nein, China ist nach Corona und all diesen Maßnahmen und all den Schäden, die da auch finanziell entstanden sind, nicht mehr wie früher. Das ist etwas anderes geworden. Und by the way, Energiewende, so hatte ich ja angefangen, jetzt wird China massiv seine Kohlekraftwerke ausbauen. Allein das hat mehr Folgen oder das wird mehr CO2 emittieren, als Deutschland überhaupt CO2 einsparen kann. Das macht Sinn, dann sich irgendwo hinzukleben. Vielleicht würden die sich am besten mal in Peking irgendwo hinkleben. Das wäre jetzt einmal mein Vorschlag. Ja, klebt euch doch mal bei Xi Jinping fest, nicht wahr? Das wäre mal ein Vorschlag. Dann würde ich sehen, ihr habt Mut, ihr lieben Wohlstandskinder, die ihr meint, dass der Wohlstand aus der Steckdose kommt. Dem ist aber nicht so. Wir machen uns systematisch hier alles kaputt. Für was? Damit wir dann null CO2 emittieren, wenn die Chinesen, wenn dann Sack Reis umfällt und die beschließen, wir bauen jetzt viel mehr Kohlekraftwerke, dann ist all das, was wir hier versuchen, verpufft, weg, futsch, niente, nada, kannst du knicken. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesen steigenden Zinsen, dann sehen wir hier, die Zinsausgaben haben sich verzehnfacht in Deutschland. Klar, die waren natürlich in Nullzinszeiten auch extrem niedrig, aber jetzt immerhin 40 Milliarden Euronen. Und gut, dass wir da eine EZB haben, die diese Inflation hat ganz früh schon kommen sehen, die ganz früh auf diese Inflation reagiert hat. Nein, das war natürlich ein Scherz, meine Damen und Herren, aber hier sehen wir nochmal das Prinzip, Quantität ist nicht gleich Qualität. 1999 hatte die EZB 732 Mitarbeiter. 2022 4.136. Keiner davon hat geahnt, dass da eine Inflation kommen wird, weswegen die EZB viel zu lange das nicht kapiert hat. Kein Wunder, wenn die Öffentlichkeit da nicht wirklich informiert wird. Hier sehen wir mal im TV, dominiert die Sicht des DIW. Da haben wir bei der Tagesschau Auftritte am meisten von Claudia Kempfert, die ja wirklich alles ist, nur keine Wirtschaftswissenschaftlerin. Und Marcel Fratscher, der ja wirklich alles ist, nur
Nicht jemand, der die Wahrheit sagte, sondern der einfach ein Opportunist ist. Und gucken wir dann etwa selbst bei RTL, Marcel Fratscher vor Claudia Kempfert und bei ZDF heute Claudia Kempfert, immerhin vor Jörg Krämer, jemand, der weiß, wovon er spricht, und dann Marcel Fratscher. Also hier sehen wir, dass offenkundig in den Redaktionen kein Wissen vorhanden ist, beziehungsweise nur Ideologie vorhanden ist, denn das, was Fratscher, Marcello Fratscherino sagt, ist nur Ideologie, die sozusagen sich so schnell wendet, wie der Zeitgeist sich wendet, wenn es sein muss. Und hier auch nochmal Breaking News zur Wirtschaft. Da kommt von ZDF, von den Öffentlich-Rechtlichen praktisch überhaupt gar nichts, obwohl das ja uns alle angeht. Das Thema Inflation ist für uns alle wichtig. Was erfahren wir davon? So gut wie nichts im Öffentlich-Rechtlichen. Das muss mal gesagt werden, hier aus einem Interview von Christian Rieck mit jemand, der das untersucht hat. Und abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Geldmenge M1 der EZB mit erstem Rückgang seit ihrer Gründung. Unbedingt lesen, damit Sie so ungefähr nachvollziehen können, was ich hier sage. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, nämlich das untere, was Sie hier sehen, die Renditen für deutsche Staatsanleihen auf 11-Jahres-Hoch. Wieso, warum, weshalb erfahren Sie in diesem Artikel. Also zwei Artikelempfehlungen unter dem Video. Ich sage Servus und Ciao.